auch das gut eingeschätzt. Die hatten uns Hunde zur Analyse gebracht, die wir jetzt, hier stehe ich im Hintergrund mit dem Cabby, auch mit dem Beißschutz versehen. Unsere Aufgabe war, jetzt jeden Hund hatten wir so eine Viertelstunde, den Hund zu handeln, mit ihm umzugehen und vorher halt zu testen. Und das ist jetzt ein typischer, mehrfach vermittelter, auch bissiger Hund, der im Bereich der Angstaggression liegt. Und wir sehen jetzt in der Annäherung, ich stimme meine Motorik, alles was ich jetzt mache, stimme ich exakt weitestgehend, exakt auf den Hund ab und kann bei ihm jetzt recht schnell einen Zugang finden. Nein. Die erste Reaktion des Hundes war, als er mich erblickt hat, drauf. Und jetzt bin ich aber weitergegangen.